Ja, heute hatten CDU und FDP einen Antrag auf der Tagesordnung. Den hatten sie eigentlich schon im November geschrieben. Und sie wollten das Land auffordern, beziehungsweise die Stadt auffordern, das Land nochmal zu bekneten, vernünftige Wohnraumförderungsbestimmungen zu machen. Das ist natürlich vollkommener Unsinn, weil wir bereits im letzten Wohnungsausschuss solche Eckwerte hatten vom Land und jetzt in den nächsten Tagen die Förderbestimmungen auf den Tisch kommen, die sich derartig verbessern, dass eigentlich was Besseres man sich im Moment gar nicht vorstellen kann. Das Land gibt immer noch 800 Millionen aus für dieses Thema. Es gibt andere Länder, die geben gar nichts mehr aus. Insofern vollkommener Unsinn. Es ist schade, dass Sie unseren Antrag abgelehnt haben. Das ist natürlich zu begrüßen, was das Land jetzt macht. Und wir hatten des Weiteren ja auch gefordert, dass die Stadt sich bereits vorbereitet, um mit diesen neuen Förderbestimmungen dann auch besser klarzukommen und auch die Quote, die wir schon seit langem fordern, dann in dieser Weise vorzubereiten. Also die Quote förderten Wohnraum, wenn andere Wohnungen gebaut werden, mit einzubeziehen. Das ist abgelehnt worden. Ja, wir werden sehen, was in den nächsten Wochen kommt. Ich bin guter Hoffnung.